We could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Endlich wieder eine MSC-Kreuzfahrt. Im Mittelmeer schon ab 739 Euro pro Person, inklusive Flug und Transfer. MSC Cruises. Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zu einer Premiere. Wir senden das erste Mal aus unserem neuen Studio. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Zentrales Thema auch heute, die Flutkatastrophe. Aufräumen im Funkloch ohne Strom. Noch immer müssen in den Katastrophengebieten viele Menschen abgeschnitten von der Grundversorgung klarkommen. Ein nie dagewesener Überwachungsskandal, so nennt der Deutsche Journalistenverband die Affäre Pegasus. Auch Ungarn soll mit der Spähsoftware Regierungskritiker überwacht haben. 3, 2, 1. Countdown in die Freiheit oder ins Chaos. Ab heute darf in Englands Clubs wieder getanzt werden. Und auch sonst fallen fast alle Corona-Regeln weg, obwohl die Fallzahlen steigen. Die akute Gefahr in den meisten Hochwassergebieten ist vorbei, der Schock nicht. Langsam erst wird deutlich, was alles kaputt ist und wie lange der Wiederaufbau dauern wird. Besonders schwer getroffen hat es den Kreis Ahrweiler im Norden von Rheinland-Pfalz. 117 Tote wurden hier bislang geborgen, 170 Menschen werden noch vermisst. Auch am Tag 5 nach dem Unwetter gibt es an vielen Stellen keinen Strom, Trinkwasserleitungen sind zerstört. Und die Reparatur der Gasleitung könnte Monate dauern. Susanne Gehlhardt berichtet. Auf dem historischen Marktplatz von Ahrweiler müssen sie mit primitivsten Mitteln zurechtkommen. Auch am Tag 5 nach dem Hochwasser. Strom ist noch gar nichts da, Wasser im Moment auch noch gar nichts. Alles im Moment alles ausgepumpt, aber eine Versorgung ist doch wenig hier, ne? Die Straßen sind noch immer kaum passierbar. Ein Problem, viele Gasleitungen sind beschädigt. Durch den Gasversorger ist ja die Gasleitung abgestellt worden. Da herrscht halt keine Gefahr mehr. Also wir haben auch da mit selbst Gas nichts zu tun. Aber wirkt sich halt auch auf die Leute aus, weil keine Heizung funktioniert, kein warmes Wasser. In Bad Neuenahr hat das THW eine Trinkwasseranlage installiert, um den Menschen wenigstens notdürftig zu helfen. An eine gesicherte Versorgung ist noch lange nicht zu denken. Diese Anlage kann 15.000 Liter in der Stunde produzieren. Das sind mal grob gesagt 75 Badewannen pro Stunde. Die Prüftrupps des Landes sind inzwischen unterwegs zu einer ersten Schadensaufnahme. Die B9, zentrale Verkehrsachse durch Rheinland-Pfalz, wurde bei Sinzig stark unterspült und droht jetzt ganz einzustürzen. Die Gefahr ist groß. Deswegen sind wir seit Freitag ständig auch die Brücke am Vermessen, um zu schauen, ist noch Bewegung drin oder nicht. Und der nächste Schritt ist ein kontrollierter Abriss. Brücken, Straßen, Versorgungssysteme, überall entlang der Ahr ist die Infrastruktur völlig zerstört. Milliardenschäden. Es wird das Land immens fordern und jetzt ist Schnelligkeit gefragt. Wir müssen ja hier in den Herbst, in den Winter dann wieder funktionierende Gasleitungen, funktionierende Heizungen und vor allen Dingen in Kürze auch funktionierende Wasserversorgung haben. Bis dahin wird es Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauern. Bobby Cherian ist für uns in Bad Neuenahr Ahrweiler. Was ist im Moment das Wichtigste für die Betroffenen, um voranzukommen? Ja, im Grunde brauchen die Menschen das, was in Teilen schon da ist, also Bagger.
Kipplaster, Schlammpumpen, aber davon viel, viel mehr. Wir haben hier so ein paar Straßenzüge gesehen, die sehen mittlerweile halbwegs normal aus, soweit man das eben sagen kann, aber eben auch Straßen und Plätze, auf denen sich immer noch meterhoch der Müll stapelt. Die Bundeswehr hat hier heute im Ort einen Pool aufgestellt und hat dann Wasser aus der A in diesen Pool gepumpt, damit die Menschen zumindest ein bisschen Wasser zum Saubermachen haben. Denn so langsam trocknet der Schlamm hier in den Straßen und in den Häusern, wird steinhart und ohne Wasser bekommt man den nicht weg. Wir haben heute gesehen, wie das THW von der A-Seite da hinten ein Telekommunikationskabel durch die A hier in den Stadtteil Ahrweiler gelegt hat, um Internet und Telefon wieder zum Laufen zu bringen. Also Tag 5 nach dem Hochwasser und es fehlt immer noch an den ganz elementaren Dingen. Dankeschön für diese Eindrücke. Bobby Cherian war das. Wir bleiben im Landkreis Ahrweiler und blicken nach Maischoss. Der kleine Weinort ist nach wie vor kaum zu erreichen. Auf Straßen und Gleisen türmen sich Tonnen von Geröll. Nina Kurschilgen und Volker Dutschek. Wer hier schnell helfen will, der muss aus der Luft kommen. Denn Maischoss ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Nur holprige Wirtschaftswege. Nichts für schweres Gerät, mit dem man die Ortsdurchfahrt räumen könnte. Auch Bürgermeister Hubertus Kunz kann den Moment nicht vergessen, als sie vor dem Wasser flüchteten. So, alle aufs Dach raus. Aufs Dach? Aufs Dach. Auf das Dach, auf den Pitzdach haben wir gesetzt. Mit der Oma? Ja, natürlich. Ja, die haben wir in die Dachrinne gesetzt. Kein Wasser, kein Strom. Die Helfer haben 100 Liter Kanister mitten im Ort abgeladen, allerdings kein Trinkwasser. Die Gemeinde lebt vom Tourismus. Hier gab es viele Hotels, Pensionen, Straußwirtschaften, Gaststätten direkt an der A gelegen. Das ist jetzt alles kaputt. Einige Hoteliers haben bereits gesagt, dass sie nicht mehr wieder aufmachen werden. In der Kirche ein Nachschublager. Essen, Kleidung, Medikamente. In der Sakristei nebenan impfen die Ärzte gegen Corona. Der Bürgermeister will Lehren aus dem Unglück ziehen. Wir werden Maischoss neu aufbauen. Wir werden Lehren ziehen. Die Häuser, die wir eben angesehen haben, werden wir, wenn die Leute hier aufbauen wollen, dürfen sie gerne machen. Aber Neubauten werden doch nicht mehr keine mehr genehmigt. Der Blick nach vorn mit Zuversicht und Sorge in einer Zeit, die allen in Maischoss und den anderen Überschwemmungsgebieten viel abverlangt. Nach Nordrhein-Westfalen. Dort können die Anwohner an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen aufatmen. Die Gefahr eines Dammbruchs scheint erstmal gebannt. Die Menschen können zurück in ihre Häuser. Rund 100 Kilometer nordöstlich im schwer getroffenen Altena ist das Aufräumen in vollem Gange. Jan Hofer berichtet. Alles, was sie hatten, steht nun als Sperrmüll vor ihren Häusern. Auch die Mitra Gruber aus Altena lebt jetzt in einem Rohbau, sortiert das Wenige, was ihr geblieben ist. Ihr Mann, ihre beiden Kinder und sie müssen hier trotzdem weiterleben, irgendwie. Wir werden die notdürftigsten Sachen in der Küche gebrauchen oder brauchen. Backofen, ein Herd, einen Kühlschrank, um eben das tägliche Leben weiter fortzusetzen. Hier vielleicht noch ein paar Stühle, ein Tisch hat es ein bisschen überlebt, dass man wo essen kann. Aufatmen dagegen an der Steinbachtalsperre. Die Gefahr eines Dammbruchs ist hier erstmal gebannt. Bundesinnenminister Seehofer und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sind gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die massive Kritik am Katastrophenschutz, es sei zu spät und zu zögerlich gewarnt worden, weist Seehofer zurück. Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass diese föderale Struktur im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz richtig ist, und zwar seit vielen Jahrzehnten. Wir sollten daran nicht rütteln. Zentralismus verbessert hier gar nichts. In den von der Überflutung betroffenen Gebieten dagegen gibt es Anwohner, die unzufrieden sind mit dem Katastrophenschutz und Fragen stellen. Die Steinbachtalsperre, der Damm schien ja vorher schon nicht in Ordnung zu sein, zumindest nicht 100%. Und dann wundert es mich, dass man sie hat so volllaufen lassen, obwohl ja bekannt war, dass eine Unwetterzone im Anmarsch ist. Und das wusste man nicht erst 3 Tage vorher. Bei vielen liegen die Nerven längst blank angesichts des Ausmaßes der Zerstörung. Mindestens 160 Tote. Warum sind so viele Menschen gestorben? Solche Fragen werden jetzt lauter gestellt. Wurde ausreichend gewarnt per App oder Sirene? Hat die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktioniert? Aus der Katastrophe müssen Lehren gezogen werden. Anselm Stern.
In den Trümmern, in der Zerstörung arbeiten sie immer weiter. Feuerwehr, Polizei, THW, Sanitäter, Soldaten kämpfen in der Katastrophe. Seit Anfang an. Zu diesem Anfang gibt es immer mehr Fragen, die drängender werden. Direkt nach der Flut, als die Hilfe so überlebensnotwendig war, gab es große Probleme, berichten die Einsatzleiter schon früh. Bei uns ist der Digitalfunk komplett ausgefallen, das Handynetz ist komplett ausgefallen, sodass wir im Moment wieder über Analogfunk komplett die Einsätze abwickeln. Der Digitalfunk, eingeführt ab 2013 in Deutschland, Ziel, ein bundesweit einheitliches Netz für Retter und Helfer. Schnell, sicher, doch genau das hat mancherorts überhaupt nicht mehr funktioniert. Helfer konnten sich nicht mehr erreichen, nicht mehr abstimmen. Ein Polizist spricht gegenüber dem ZDF von völlig unkoordinierten Einsätzen. Leichen konnten offenbar erst nach vielen Stunden geborgen werden, auch weil der Funk nicht mehr da war. Der Ministerpräsident von NRW, unterwegs mit dem Bundesinnenminister, bestätigt heute massive Schwierigkeiten mit dem Digitalfunk. Es gibt offenkundig Handlungsbedarf. Wir haben das Problem, dass die Stromversorgung ausfiel und damit auch die Mobilfunkbetreibung erschwert wurde und dazu noch Funkmasten zerstört wurden natürlich. Und dies alles zusammen hat selbst für die Sicherheitskräfte die Kommunikation erschwert. Auch die Probleme mit dem Funk, die Kommunikation in der Krise müsse nun aufgearbeitet werden, heißt es. Auch das wird wohl lange dauern. Im Südosten Bayerns können die Menschen etwas aufatmen. Der Starkregen hat aufgehört. Im Berchtesgadener Land hat das große Aufräumen begonnen. In Schönau am Königssee sind besonders schwere Schäden zu beklagen. Große Teile der berühmten Bob- und Rodelbahn dort wurden zerstört. Entspannung in Passau, Donau und Inn stiegen nicht so stark an. Die Überflutungsgefahr ist vorerst gebannt. Wenn Sie den Betroffenen helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hat ein Spendenkonto eingerichtet. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF Hochwasser Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter spenden.zdf.de und im ZDF Text auf Seite 890. Und gleich hier im Anschluss folgt auch heute ein ZDF Spezial zur Lage in den Hochwassergebieten. Anderes Thema jetzt. Die Software Pegasus kann von der Ferne auf Handys gespielt werden, um sie abzuhören. Der israelische Hersteller sagt, sie werde nur im Kampf gegen den Terror eingesetzt. Doch offenbar wurde sie weltweit auch von autoritären Staaten genutzt, um Hunderte von Regierungskritikern zu überwachen. Das berichtet ein internationales Recherchenetzwerk. Wolf-Christian Ulrich hat Details. Der Vorwurf ist ungeheuerlich. Unliebsame Journalisten, Anwälte und Oppositionspolitiker von ungarischen Behörden abgehört mit Hilfe von Pegasus, einer Software, die dafür gedacht ist, Handys von Kriminellen und Terroristen auszuspionieren. Ein Albtraum für den Journalisten Pani Schabolz, der selbst betroffen ist. Ein halbes Jahr lang war das Softwareprogramm von Pegasus auf meinem Handy. Sie konnten meine Videos und Bilder sehen, haben das Mikrofon eingeschaltet und konnten Gespräche aufnehmen. Die israelische Firma NSO bietet die Spionagesoftware international Staaten zum Kauf an, um Terroristen und deren Pläne zu entlarven. Die Firma hat sicherlich alles dafür getan, ein solides und robustes Programm zu schaffen, gegen das man nichts tun kann. Die Opfer merken gar nicht, dass sie Opfer eines Lauschangriffs sind. Zu den Kunden, so berichten heute europaweit profilierte Investigativreporter, zählen EU-Staaten, aber auch autokratische und diktatorische wie Marokko, Aserbaidschan oder Saudi-Arabien. Letztere gingen damit gegen unliebsame Journalisten und Menschenrechtler vor. Auch der EU-Staat Ungarn horche auf diese Weise Regierungskritiker aus. Wir beobachten die Lage in Ungarn seit vielen, vielen Jahren mit Sorgen, weil wir wirklich einen schleichenden, systematischen Abbau der Pressefreiheit erleben. Heftige Kritik heute von Seiten der EU. Wenn sich diese Berichte als richtig herausstellen, dann wäre das komplett inakzeptabel. Es ist gegen jede Regel zur Pressefreiheit in der EU. Ungarische Regierungsvertreter sagen heute, die Datensammlung sei ihnen nicht bekannt. Sollte es dennoch stimmen, geriete der ungarische Rechtsstaat immer mehr unter die Räder.
Neues gibt es auch in Sachen Corona. Fangen wir an mit den Ansteckungen in Deutschland. Da geht die Zahl weiter langsam nach oben. Beim RKI wurden binnen eines Tages 546 neue Infektionen mit dem Virus gemeldet. Das sind 222 mehr als vor einer Woche. Eine Person starb mit oder an Corona. Die 7-Tage-Inzidenz stieg von genau 10 auf 10,3. In England liegt die Inzidenz bei 426. Trotzdem hat die Regierung Johnson heute den Tag der Freiheit ausgerufen. Seit Mitternacht gelten dort kaum mehr Corona-Beschränkungen, weder Maskenpflicht noch Abstandsregeln. Nicht nur Wissenschaftler fürchten jetzt eine neue Welle. Andreas Stamm hat mehr. Countdown in die Freiheit, Schlag Mitternacht. Fallen hier die Corona-Beschränkungen, die ersten Partys nach 16 Monaten. So groß die Sehnsucht, so lang die Schlangen. Keine Abstandsregeln und Masken mehr. Endlich wieder so leben und genießen, wie ich es möchte. Covid? Kein Problem. Ich bin geimpft, habe meine Maske. Ich bin bereit. Der Tag des Premiers dagegen beginnt in Unfreiheit. Nach Kontakt mit dem Corona-erkrankten Gesundheitsminister sitzt Boris Johnson in Quarantäne und kündigt aus der Isolation am Freiheitstag Einschränkungen an. Ende September, wenn alle über 18 doppelt geimpft sein können, wenn sie wollen, wird voller Impfschutz notwendig sein, um weiter Nachtclubs oder Orte aufzusuchen, an denen viele zusammenkommen. Was sowieso bleibt, die Isolationsregeln, die aktuell 1,7 Millionen in Quarantäne befördert haben, ein Großteil durch die Corona-Warn-App. Weshalb Krankenhäusern und Betrieben das Personal ausgeht, diese Not dürfte zunehmen. Die Neuinfektionen könnten sich vervierfachen auf bis zu 200.000 täglich. Zwar ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung doppelt geimpft, aber Millionen bleiben ungeschützt. Die Regierung verweist auf die niedrige Zahl der schweren Verläufe, rechnet dennoch mit bis zu 200 Toten täglich. Kritiker halten das für verantwortungslos. Man riskiere hunderttausende Long-Covid-Fälle, dass eine neue, impfstoffresistente Variante entstehe. Das Einzige, was ich zu sagen habe, scheiß auf die Maske. Die Regierung mahnt zur Vorsicht, fordert Eigenverantwortung, ohne den Menschen wirklich zu vertrauen. Ein Corona-Experiment mit Chaospotenzial. Erstmal volle Öffnung voraus bei explodierenden Fallzahlen. In Zypern hat es heftige Proteste gegen die Corona-Politik des Landes gegeben. Teilnehmer einer Demonstration griffen den Sitz eines Fernsehsenders an. Während der Live-Nachrichten drangen sie in das Gebäude, beschädigten das Mobiliar. Draußen flogen Steine, Autos wurden in Brand gesteckt. Die Proteste richten sich vor allem gegen einen von der Regierung eingeführten speziellen Corona-Impfausweis. Ohne ihn darf man beispielsweise nicht mehr ohne weiteres in Geschäfte und Restaurants. Und jetzt Olympia, Norbert, am Freitag geht's los mit den Sommerspielen. Genau. Und dann werden über 11.000 Athletinnen und Athleten um die begehrten Medaillen kämpfen. Das deutsche Team, das zählt 432 Mitglieder, die jetzt nach und nach in Tokio angekommen sind und die sich trotz aller Corona-Beschränkungen so richtig auf die Wettkämpfe freuen. 84 deutsche Athleten landen am Montagmittag Ortszeit in Tokio. Die Basketballer, Tischtennis-Ass Dmitri Ovtcharov, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und viele andere. Für sie, die in Tokio ihre Wettkämpfe haben, geht es direkt in die sogenannte Corona-Blase, das abgeschottete olympische Dorf. Wenn man doch wieder die ganzen Sportler aus den anderen Nationen sieht, die Häuser, die mit Flaggen hier behangen sind, das ist schon was, was einem Vorfreude auf die Spiele macht. Besondere Spiele, bei denen die Sportler auch an den Wettkampfstätten beinahe unter sich sein werden und die Zuschauer fast alle zu Hause am Fernseher. Und der Deutschen Behindertensportverband, der hat heute die 134 Athletinnen und Athleten aus 18 Sportarten für die Paralympics nominiert. Angeführt von Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm kämpfen zahlreiche Top-Parathleten um Medaillen und wie immer auch um mehr Aufmerksamkeit für den paralympischen Sport. Die Spiele finden vom 24. August bis zum 5. September in Tokio statt. Gestern Formel 1 in Silverstone, Lewis Hamilton touchiert Max Verstappen. Der crasht sein Auto, bleibt unverletzt, Hamilton gewinnt das Rennen. Danach Kritik an Hamilton und Empörung über rassistische Beleidigungen, die der Brite erfuhr. Bei Tempo 250 fliegt Max Verstappen aus der Kurve. Auslöser für den Crash die Berührung von Lewis Hamilton, der das Rennen danach gewann.
Sein erster Sieg nach 10 Wochen. Anschließend aber wurde Hamilton in den sozialen Medien rassistisch beleidigt, was auch den in Bezug auf das Rennen verärgerten Kontrahenten Red Bull auf den Plan ruft. Wir mögen erbitterte Rivalen auf der Strecke sein, aber wir stehen zusammen gegen Rassismus, so Red Bull Racing. In der Gesamtwertung fehlen Hamilton jetzt nur noch 8 Punkte auf Max Verstappen. Und das war's vom Sport. Dankeschön, Norbert. Und wenn Sie Lust haben sollten, dieses neue Studio noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, einen Blick hinter die Kulissen finden Sie auf ZDF heute oder in unserer App. Dort können Sie virtuell das grüne Studio erkunden oder sich auch mal selbst an den Moderationstisch stellen. Kann ich sehr empfehlen. Das Wetter beruhigt sich zunehmend. Morgen gibt es viel Sonne, Regen bleibt die Ausnahme. Die Details hat gleich Katja Hornefer. Christian Sievers freut sich auf Sie im Heute-Journal um 10:15. Danke für Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.